Noch sollten die Trauben nicht geerntet werden. Und probieren möchte ich sie eigentlich auch nicht. Die Zeit für die diesjährige Weinlese ist noch lange nicht gekommen. Doch unser heutiger verlorener Ort hat damit inzwischen sowieso nichts mehr zu tun. Hier herrscht Stillstand. An anderer Stelle läuft es deutlich besser. Ein Storchenpärchen hat sich auf einem alten Strommast ein bemerkenswertes Nest gezimmert. Und der Nachwuchs scheint fast so weit zu sein, die Welt selbst zu erkunden. Doch zunächst einmal sind wir dran. Unser heutiges Ziel der Begierde versteckt sich hinter einem blau gestrichenen eisernen Tor. Diese Farbe findet sich auch im Innenhof wieder. Ein toller Kontrast zum Weiß der Gebäude. So stellt sich das von der anderen Straßenseite dar. Und das ist das Wohnhaus, welches wir selbstverständlich auch unter die Lupe nehmen werden. Doch zunächst einmal wollen wir uns einen Überblick verschaffen. Und was könnte dafür besser geeignet sein, als die Drohne nach oben zu schicken? Was die Störche können, kann mein kleines Fluggerät selbstverständlich auch. Und wer genau hinschaut, der sieht sie auch schon links im Bild sitzen. Die Konkurrenz. Na, seht ihr sie? Falls nicht, schauen wir einfach noch einmal ein wenig genauer hin. Denn auch hier hat sich ein Storchenpärchen mitsamt Mini-Störchen niedergelassen. Auf den Schornsteinen und Türmchen im Hintergrund wohnen die Nachbarstörche. Einfach unglaublich, wie hoch die Dichte dieser angeblichen Glücksbringer hier ist. Da kann unsere Erkundung ja eigentlich nur ein voller Erfolg werden. Deshalb fangen wir auch gleich mit der Villa an, dem Wohngebäude, das wir vorhin schon von der Straßenseite aus gesehen hatten. Mit seinen filigranen Rundbögen im oberen Stockwerk ein hübsches Bauwerk ohne Zweifel. Schauen wir einmal ein wenig genauer hin. Neben der Türe wieder die wunderschönen blauen Kacheln. Darauf steht in Kurzform, dass dieser Ort eine Oase des Friedens ist und herzliche Menschen willkommen sind. Wie man über der Türe lesen kann, wurde die Villa im Jahr 1926 erbaut. Ein Jahrhundert hat sichtbare Spuren hinterlassen. Nachdem wir im Erdgeschoss keine offene Türe gefunden haben, ist der nächste Schritt die Treppe nach oben. Irgendwo muss es doch einen Zugang geben. Während der Storchenvater am Himmel seine Runden zieht, springt mir rechter Hand eine offenstehende Türe ins Auge. Na also, geht doch. Läuft bei mir. Wohin jetzt? Den Gang entlang? Oder hierhin? Ich entscheide mich für runter. Das bunte Glasfenster zieht mich magisch an. Ein niedriges Zwischengeschoss. Die Wände sind bemalt. Auch an der Decke versteckt sich ein kleines Kunstwerk. Doch der Blick nach unten raubt mir fast den Atem. Weil dieser Moment so umwerfend schön war, hier noch einmal das Material aus der Action Cam, als ich das erste Mal die Treppe nach unten gelaufen bin und vor lauter Begeisterung nicht reden konnte. Dies ist die Eingangshalle, im Hintergrund die Türe, durch die man normalerweise das Gebäude betrat. Doch was wirklich heraussticht, sind die Gemälde und Figuren, mit denen dieser Raum ausgeschmückt ist. Stellt euch vor, ihr wärt hier früher einmal Gast gewesen und dies ist euer allererster Besuch. Wie überwältigend muss sich das angefühlt haben.
Kurz zu den Zimmern. Sie sind eigentlich alle unspektakulär, wenn da nicht die Decken wären. Das ist schon echte Kunst. Doch leider hat auch hier der Verfall bereits zugeschlagen. An vielen Stellen ist die komplette Deckenverkleidung heruntergebrochen und gibt den Blick auf die 100 Jahre alte Konstruktion frei. Ich möchte euch an dieser Stelle aber lieber etwas anderes zeigen, denn zurück im Obergeschoss wartet ein weiteres Highlight auf uns, der Raum am Ende des langen Ganges. Zauberhaft die bemalten Fenster oberhalb der Türen. Das verspricht Großes für das Zimmer dahinter. Wir spicken einmal vorsichtig hinein. Oh ja! Doch bevor wir genauer hineinschauen, sind auch die Malereien im Gang zumindest eine Erwähnung wert. Vielleicht ist euch der Name in Erinnerung geblieben, unter dem dieser Ort in der Szene bekannt geworden ist. Mirror Palace, der Palast der Spiegel. Und mit Sicherheit wisst ihr spätestens jetzt, wie es dazu kam. Rundherum ist der Raum ausgeschmückt mit riesigen Spiegeln. Keiner davon wurde zerschlagen. Und selbstverständlich darf eine opulent geschmückte Decke inklusive eines großformatigen Gemäldes nicht fehlen. Wie gerne hätte ich euch alte Fotos gezeigt, als dieser Raum noch komplett eingerichtet war. Doch leider ließ sich gar nichts finden. Und überhaupt, wir sind noch lange nicht durch. Wieder zurück auf dem scheinbar nicht enden wollenden Flur bin ich gespannt, welche Räume uns rechts und links des Weges erwarten. Ein Badezimmer, dieses Mal in grün gehalten, mit den entsprechenden Fliesen dazu. Direkt daneben, in den inzwischen bekannten Blautönen, die ehemalige Küche. Bis auf ein paar einfache Möbel, einrichtungstechnisch auch hier Fehlanzeige. Der alte Küchenschrank war früher wohl einmal prall gefüllt mit teurem Porzellan und filigranen Gläsern. Ich bin ein wenig verwirrt darüber, welche Funktion die blaue Nische links hatte. Eigentlich hätte ich gesagt, dass hier gekocht wurde. Aber worauf? Und wie? Ich brauche also eure Hilfe. Für den Boden direkt davor kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Das war's dann auch schon mit der Villa. Viel mehr ist hier nicht zu holen. Aber allein die Eingangshalle und der Spiegelsaal machen einen Besuch lohnenswert. Doch es gibt ja noch die Wirtschaftsgebäude. Und die schauen wir uns jetzt an. Blau-weiß sind sie gestrichen. Und dort, wo der Putz herausgebrochen ist, kann man einen Blick hinter die Fassade werfen. Hochinteressant zu sehen, wie damals gebaut worden ist. Bei manchen Gebäuden fehlt das Dach inzwischen komplett. Andere wiederum sehen so aus, als könnten Wind und Wetter ihnen nichts anhaben. Und schließlich gibt es auch noch die löchrige Fraktion dazwischen. Damit fangen wir jetzt an. Und zwar genau hier. Kurz etwas zur Geschichte. Viel ließ sich allerdings nicht herausfinden. Das Weingut gehörte einer feudalen Familie, die ihren Reichtum durch den Abbau von Eisenerz in Brasilien erwirtschaftet hatte. Über mehrere Generationen hinweg halfen sie nicht nur bei der Entwicklung des Dorfes, indem sie zum Beispiel die Thermalquellen als Wirtschaftszweig etablierten, sondern vor allem der Weinbau war für sie eine Herzensangelegenheit. Jetzt trinke ich zwar von Zeit zu Zeit auch gerne mal ein Fläschchen, Gläschen Rotwein, aber ein Weinkenner bzw. Weinexperte bin ich deshalb noch lange nicht. Ich weiß aber, dass dies definitiv Maischebecken sind, in welche die zerkleinerten Trauben eingefüllt wurden, wo sie langsam vor sich hingären konnten.
Durch die Abläufe wurde der Traubenmost schließlich abgeleitet. In den Becken blieb der Drester, eine Art Bodensatz, zurück. Wie es danach weiterging, zeige ich euch gleich. Doch zunächst geht es kurz in einen scheinbar älteren Teil des Weingutes. Wie es aussieht, wurde hier schon so manches entfernt bzw. abgebrochen. Doch ein paar Mahlsteine sind noch da. Es könnte gut möglich sein, dass hier auch Getreide verarbeitet wurde. Aber das Hauptaugenmerk der Familie lag ohne Zweifel auf dem Weinbau. Und das bekommt man in der größten Halle eindrucksvoll vor Augen geführt. Wir sind im Weinlager angekommen. Bis zum Horizont erstrecken sich die riesigen Tanks, in die der Traubenmost aus den Maischebecken gefüllt wurde. Rechter Hand könnte eine Art Büro gewesen sein, wo vielleicht eine verantwortliche Person über den korrekten Gärungsprozess wachte. Eventuell war es aber auch nur so etwas wie ein Pausenraum. Ich weiß es leider nicht. Ist auch nicht ganz so wichtig, denn deutlich interessanter sind die Tanks, in denen der Most weitergärte. Vermutlich wurde er nach einer gewissen Zeit in Holzfässer umgefüllt, um darin schließlich zum Wein zu reifen. Fässer haben wir zwar keine mehr gefunden, dafür wollen wir uns die Tanks einmal etwas genauer ansehen. Der Deckel dieses Silos liegt zwar nicht dort, wo er hingehört, dafür hat sich inzwischen eine andere Schutzschicht gebildet. An den Tanks sind Infos zum eingelagerten Traubensaft vermerkt. Wer damit mehr anfangen kann als ich, darf sein Wissen gerne mit uns teilen. Dieser Blick ist mehr als beeindruckend. Und ich möchte euch jetzt einfach mal mitnehmen auf einen kleinen Spaziergang inmitten solcher Giganten. Mit diesem 180-Grad-Schwenk wird es langsam aber sicher Zeit, sich von unserem Weingut zu verabschieden. Natürlich war die Villa mit ihren beiden einzigartigen Räumen der Höhepunkt. Aber auch die Störche, die immer wieder über unseren Köpfen kreisten, waren etwas, das ich an einem verlorenen Ort noch nicht erlebt hatte. Auch wenn die Gebäude selbst schon seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt werden, so haben sich doch neue Bewohner angesiedelt. Und die nächste Generation sitzt bereits in den Nestern? Ich kann euch nicht sagen, wieso das Weingut verlassen wurde. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es aus finanziellen Gründen geschah, sondern dass die Lösung eher im privaten Bereich zu suchen ist. Vielleicht sind die letzten Bewohner auch schlicht und einfach verstorben. Was mit solch einem Objekt jetzt geschehen soll, ist fragwürdig. Die Weinkeller selbst sind wohl veraltet und haben fast schon Museumscharakter. Aber die Villa könnte man auf jeden Fall modernisieren und wiederbeleben. Vor 2 Jahren hatte ich dieses Motiv das allererste Mal gesehen. Heute ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Folgendes erwartet euch auf dem nächsten Tape. Kein Wohnhaus, keine Villa, kein Palast, sondern schlicht und einfach das größte verlassene Kaufhaus Europas. An diesem Tag bin ich ganz alleine unterwegs. Und für jemanden, dessen Gedanken von zu viel Horrorfilmen gepeinigt sind, ist das ein Ort, der in mir Urängste weckt. Denn zum größten Teil ist es hier stockdunkel.
Und dort, wo es hell ist, nämlich im obersten Stockwerk, wird einem erst recht bewusst, in was für einem postapokalyptischen Albtraum man hier gefangen ist. Eigentlich wartet man nur darauf, dass gleich ein Zombie um die Ecke geschlichen kommt. Doch auch ohne sie gibt es hier jede Menge Schockmomente. Ich würde mich freuen, wenn euch der Mirror Palace mindestens genauso begeistert hat wie mich. Falls ja, unterstützt meinen Kanal doch gerne mit einem Daumen nach oben, einem schönen Kommentar oder, falls ihr bisher noch gezögert habt, mit einem kostenlosen Abo. Danke und bis zum nächsten Tape.